Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle Evrima. Heute spielen wir als Omniraptor. Ich bin auch hungrig. Ich werde jetzt nochmal betteln, weil der kommt schon so her. Saturn. Okay, das ist unser Papa wahrscheinlich. Hallo. Oh, wir haben noch ein Geschwisterchen bekommen. Da, das Ei wackelt schon. Ach, wie schön. Hi. Na, zwei Eier sind noch da. Also zwei schlüpfen wohl noch. Da bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, das hier ist die Mama, oder? Wird ja jetzt keine Maserung oben auf dem Rücken. Aber es ist halt schwer zu erkennen, wenn es gerade so dunkel ist. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 5 Uhr, es wird gleich hell, das ist schön. Das heißt, wir haben die Nacht gleich schon überstanden. Oh, da schlüpft gerade noch was. Wir haben noch ein Geschwisterchen bekommen. Ach, ist das toll. Es geht hier richtig rund. Jetzt betteln sie alle. Oh, wie wir schon gewachsen sind. Guck mal, Marky ist viel kleiner als wir. Die Eltern kommen gar nicht hinterher. Dauerhaft muss gefüttert werden. Ein Ei ist noch. Ob da noch was schlüpft? Das ist richtig süß. Oh, da sind noch zwei erwachsene Raptoren jetzt. Wir haben noch gar keinen Namen. Können ja gleich mal unser Geschlecht gucken. Wir sind ein Weibchen. Okay, da muss ich mal kurz überlegen. Ich sage euch dann gleich den Namen von diesem kleinen Babyraptor. Okay, unsere Eltern scheinen kein Essen mehr zu haben. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Das ist natürlich Mist. Oh nein, das letzte Ei schafft es, glaube ich, nicht. Oh, das ist schlecht. Ich glaube, die Eltern wollen das Nest nicht mehr. Oh, das war es mit unserem letzten Geschwisterchen. Wie traurig. Sehr schade.
weiß jetzt übrigens, wie der Raptor heißt. Der heißt Nami. Nami, der kleine Baby-Raptor. Mal gucken, wie weit wir schaffen. Also es scheint jetzt hier echt schon eine Durchstrecke zu geben. Ich glaube, wir müssen jetzt mitwandern. Nee, die lassen uns alleine. Bye, Kids. Was? Ich gehe hinterher. No! Oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt? Da vorne rieche ich Wut. Die haben einen... Die haben einen unserer Kinder gekillt. Oh Gott, ist das grausam. Was machen die denn? Aber warum? Ich glaube, wir können doch nicht so essen. Das könnte eine kurze Überlebensfolge werden. Da verschwinden sie. Kann es doch nicht sein. Wir müssen es doch irgendwie schaffen können. Wir haben da vorne Food, aber wir können es halt, glaube ich, noch nicht essen, weil wir noch Hatchling sind. Das wird jetzt echt eine knappe Kiste. Oh nein. Drei kleine Baby-Raptoren ausgesetzt. Im Sterben. Wir müssen gleich direkt zum Kannibale werden. Das ist unsere einzige Chance zu überleben. Das werden wir nicht überleben. Wir wollen fighten. Aber warum? Wir versuchen zu überleben. Ich versuche nur wegzurennen. Ich weiß nicht, warum die jetzt kämpfen wollen. Ich will es irgendwie schaffen. Ich renne einfach nur weg. Ich hoffe wirklich darauf, dass ich einfach gleich fressen kann. Dann schaffen wir das. Jetzt wurde ich gebissen, natürlich. Scheiße. Ne, wir können immer noch nicht fressen. Es ist jedes Mal richtig gefährlich zu gucken.
Aber ich gebe es nicht auf, die Hoffnung. Das ist so unfassbar traurig. Warum ich? Okay, das Fleisch vergammelt jetzt auch. Wieder ein Geschwisterchen. Dann mache ich es. Goodbye. Ja, das war eine Geschichte. Eine sehr traurige, kurze Geschichte vom Raptor. Nami, der kleine Raptor. Hat es nicht lang geschafft, leider. Sehr, sehr schade. Wir können halt erst essen, wenn das hier erreicht ist, das Symbol leider. Ansonsten sind wir halt aufgeschmissen. Ja, die Kompis werden uns gleich verspeisen, so wie es aussieht. 32 Leben. Ich lebe noch. Aber alle Kadaver sind weg. Was ist passiert? Hier sind noch die Überreste vom Nest. Ich glaube, wir sollten uns aus dem Staub machen. Wir haben unsere komplette Familie verloren und sind jetzt ganz auf uns allein gestellt. Oh, war das grausam. Ich habe mich erst so gefreut, dass ich so nette Eltern habe und dann sowas. Solche Trampelpfade und so sind meistens ein gutes Zeichen. Das spricht halt für andere Lebewesen und andere Lebewesen sind halt gleich Essen, ne? Schnuppern wir nochmal. Wenn wir trinken, hätten wir hier. Aber ich glaube, das ist ein sehr gefährliches Gebiet. Und da sind Diäten. Oh mein Gott. Das ist der Jackpot. Hier ist ja alles. Das sind alle drei Diäten. Oh, hier hat irgendein Kampf stattgefunden, glaube ich. Aber ist mir egal. Hauptsache Food und Diäten. So, wir haben es geschafft. Es hat auch noch ein Tenno oder so. Ich hoffe, die sind entspannt. Und zwei Tenos. Ich
traue dem Braten nicht. Oh Gott. Ich glaube, ich habe kein Vertrauen. Es tut mir leid. Das Croc schnappt auch. Und die kämpfen auch. Oh Gott. Ich glaube, wir sind nur verrückt auf dieser Insel. Ich sollte hier niemandem vertrauen. Da vorne ist irgendwas anderes. Ich hoffe ja auf Raptoren. Das sind Raptoren, oder? Ich glaube, das sind Raptoren. Nee, sind Kanus. Oh nein. Doch, keine Raptoren. Ich hatte mich schon gefreut. Ich zoome mich mal schnell. Sind wir getarnt? Schöne Schlammmaske. Voll gefuttert. Trinken ist gut. Schlammmaske. Ist doch schon alles viel besser. Das haben wir doch gut hinbekommen. Danach habe ich mich dann ausgeloggt, weil der Server relativ leer war. Und irgendwie ist mein Dinosaurier abhanden gekommen. Also ich musste dann komplett neu anfangen. Aber das war an sich gar nicht so eine schlechte Sache, weil dann direkt dies hier passiert ist. Ich habe direkt eine Raptorengruppe gefunden. Wie schön. Egal, was wir abbekommen. Hauptsache ein bisschen Food im Magen. Das ist leider keine Diät. Aber mit so vielen Raptoren muss man echt ein bisschen darum kämpfen. Oh, das ist sogar eine Diät. Okay, never mind. Oh nein, ich glaube, wir sollen den Fluss überqueren. Das könnte jetzt gefährlich werden. Ich glaube, ich will nicht so weit hinten sein. Weil je schneller wir da rüberschwimmen und je eher, desto höher ist, glaube ich, die Überlebenschance. Schnell hinterher. Einfach direkt hinterher springen. Oh nein. I got a problem. Oh, ich lebe. Oh. Na, guck mal, er kommt direkt zu uns. Natürlich werden wir wieder erwischt, ne? So gemein. Okay, soll auch was essen anscheinend. Dem was erlegt. Oh Gott sei Dank. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen, wie süß das war? Der hat das extra im Maul behalten, dass keiner das fressen kann, bevor ich da bin. Oh, das ist ja toll. Wie sweet. Was ist denn Salt überhaupt? Also die wollen irgendwie zu Salt. Keine Ahnung, was das ist. Das werden wir hoffentlich gleich rausfinden. Scheint ja irgendwas Gutes für uns zu sein. Oh, ist das hier? Sieht seltsam aus. Ah, tatsächlich, wir können das essen.
So ein Salzstein, oder? Was bringt denn das? Füllt das den Magen? Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Ah, das ist interessant. Wieder was dazugelernt. Es gibt anscheinend solche Salzquellen hier. Ne, 84 Grad. Waren wir 85, oder? Oh, ich habe keinen Plan. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was dieser Salzstein hier bringt. Oh, das sind Stegos. Okay. Was geht hier ab? Hier blutet was. Ach, die kämpfen hier. Oh Gott, der kann mich hauen, während ich auf ihm bin. Aua. Aua. Warum jumpen die mich? Hä? Ich schreibe my bad. Okay, jetzt war's versehen. Ich hoffe, die kommen jetzt. Ja, sie kommen. Okay. Die kleinen Babys haben es gemacht. Guckt es euch an. Leider bin ich danach vom Server geflogen und dann ist mein Dinosaurier gestorben währenddessen. Sehr, sehr schade. Das heißt, ich musste nochmal neu anfangen. Aber ich hatte das Glück, dass ich wieder relativ schnell ein neues Raptorrudel gefunden habe. Und wir wurden auch direkt angegriffen. Wo sind meine Raptor-Eltern? Das waren richtig viele Paris. Oh, ich glaube, es hat gerade einen von uns erwischt. Ja, das sieht ganz so aus. Okay. Und den nächsten auch. Ich weiß nicht, ob ich so gut dran bin mit dem Rudel hier. Vielleicht sollte ich mich trennen und dann einfach mich alleine durchschlagen, vielleicht ein anderes Rudel finden. Weil irgendwie hat sich das von Anfang an sehr komisch angefühlt. Das ist wahrscheinlich die beste Lösung.
Das hier ist auch ein kleiner Raptor, leider. Da, wenn ich den fresse, ist halt nicht gut. Sollte ich halt nur im äußersten Notfall machen. Kommt euch diese Station bekannt vor? Ich habe auch gerade wieder Raptoren gehört. Das wäre vielleicht unser neues Rudel. Leg den mal hier ab. Aber ich glaube, wir müssen den fast essen. Also wir sind echt am verhungern. Ich würde jetzt nochmal riechen. Wenn wir nichts riechen, dann werde ich den essen. Das nützt ja nichts. Dann werden wir halt zum Kannibalen. Das Problem ist halt, dass wir dann schnappen. Einfach so random. Das heißt, wenn wir jetzt ein neues Rudel treffen sollten, ist das ein bisschen problematisch, ne? Ich weiß nicht, ob es das wert war für diesen Mini-Snack. Aber wir haben jetzt hier diese Muscle-Spams. Aber die gehen halt auch irgendwann wieder weg. Aber bevor ich jetzt hier verhungere, weil ich bin hier mitten im Nirgendwo. Und die Nacht kommt auch gleich wieder. Er versteckt sich da. Der ist winzig. Ist kleiner als ich. Kann man seine Ausdauer so baiten? Ich spiele halt ein bisschen mit dem gerade. Ich habe aber echt Angst vor ihm. Aua. Oh, der hat mich erwischt. Ich muss das besser timen, glaube ich. Da habe ich noch ein Problem mit. Boah, macht der viel Schaden, obwohl der so klein ist. Ich würde gerne weiterfighten, aber ich bin gerade One-Shot. Der hat mir 70 Schaden gemacht. Wenn ich mal nicht alleine wäre. Der wird wahrscheinlich jetzt nicht viel Schaden haben von mir. Ich sage euch ehrlich, das ist es gerade nicht wert. Ich gehe weiter. Ein Hit, dann war es das mit mir. Da habe ich gerade nicht so Lust zu. Außerdem verblute ich gerade voll. Guckt das mal euch mal an. Der Bluttropfen ist voll weit unten. Wir müssen uns mal eben hinschillen.
Okay, die kleinen Raptoren gehen hinterher, das ist gut. Zeigt euch nochmal. Sehr gut, Raptoren rauf. Passt auf. Er ist down. Sehr schön. Großen will ich eigentlich auch noch haben. Ich habe nur nicht mehr so viel Ausdauer. Da war noch nicht rüber geschwommen. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Jetzt habe ich ihn aber erwischt. Der wollte gerade trinken. Ah, das ist aber mies, wenn der hier so am Wasser ist. Echt Angst vor den Crocs. Ich schnupper nochmal wegen den Blutspuren. Hier drin. Ich habe ihn gefunden. Die Raptor-Verstärkung kommt, glaube ich. Ich habe halt nicht mehr viel Ausdauer. Die Raptor-Verstärkung ist da. Sehr gut. Alle Mann rauf. Jawohl, wir haben ihn. Sehr, sehr gut.
ist noch ein anderer Raptor. Vielleicht können wir uns mit dem schnell anfreunden. Das ist ja gut. Seid ihr freundlich? Oh, okay. Die sind nicht freundlich. Oh Mann, wie gemein. Ach man, ey, vertraue niemanden. Kann man machen, nix. Naja, war trotzdem eine richtig coole Folge mit dem Raptor. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Das würde mich sehr unterstützen. Und jetzt könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, welchen von diesen Dinosauriern ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.